Okay, ja, hallo, herzlich willkommen zum Vortrag zu Open Data in Schleswig-Holstein, wo ich ein bisschen erzählen will über den aktuellen Stand, was passiert ist, was in Zukunft passieren wird. Genau, ich bin Jesper Zedlitz, ich arbeite in der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, also in der Landesverwaltung, bin da aber Quereinsteiger, eher untypisch vielleicht für die Verwaltung, bin von Haus aus Informatiker, habe hier in Kiel studiert, promoviert, habe dann eine Weile als Softwareentwickler gearbeitet in der freien Wirtschaft, als Berater, was man so macht. Und dann bin ich vor 5 Jahren in den Landesdienst gewechselt, eben um dieses Thema Open Data zu betreuen. Da wurde eben eine entsprechende Stelle gesucht und da habe ich gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Genau, fangen wir mal an mit einer Definition Open Data. Was ist das? So ein paar wichtige Sachen, die man da wissen muss. Es gibt ganz verschiedene Definitionen zu Open Data. Und wir haben uns da in Schleswig-Holstein eine rausgesucht, die ist, stammt jetzt von der Bitkom, stammt da aus dem Open Data Manifest. Und dort heißt es, Open Data sind ungefilterte, maschinenlesbare elektronische Daten, die jedem öffentlich, zweckfrei und unverbindlich zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe das schon mal so ein bisschen farblich hier sortiert, was so verschiedene Interessensgruppen interessieren dürfte. Das Rote ist das, was uns Techniker, auf dem Bildschirm hier vor Ort ist es jetzt in schwarz, weil das Rot anscheinend nicht durchkommt, aber wer im Stream sitzt, sieht es, das Rote sind also die maschinenlesbaren und elektronischen Daten. Das ist das, was uns technisch interessiert. Wir können das Ganze mit einer Maschine irgendwie verarbeiten, wir können da ein Programm zuschreiben. Dass das elektronisch heißt, ich weiß nicht, da hätte man heute in jedem Fall irgendwie digital gesagt, aber so, das ist das Technische. Dann kommt das in lila, genau, das ist ja auch lila, das ist, was die Juristen interessiert, also irgendwie Zugangsbeschränkungen, wir haben irgendwie Verträge, die man schließen muss, man muss irgendwie nachweisen, dass man berechtigtes Interesse hat, haben wir alles nicht bei Open Data, das sind öffentliche Daten, man muss eben nichts nachweisen, zweckfrei, man kann halt machen, was man will und man muss eben auch keine Verträge schließen, man muss keine Gebühren bezahlen und so weiter. So, und jetzt bleibt dann das eine grüne Wort hier noch übrig und meistens gucken dann Leute dann skeptisch an der Stelle, ungefiltert, stimmt denn das? Nee, stimmt nicht so ganz, denn natürlich müssen wir uns an Recht und Gesetz halten. Deshalb müssen wir ein paar Sachen eben doch daraus filtern. Insbesondere ist in diesen Daten kein Personenbezug drin. Also es geht immer um nicht personenbezogene Daten, also es geht immer um öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Also alles, was irgendwie Personenbezug hat, wer irgendwie ein Eigentümer von einem Haus ist, das kommt alles raus. Es gibt ein paar ganz, ganz, ganz wenige gesetzliche Ausnahmen davon. Zum Beispiel das Vergütungsoffenlegungsgesetz heißt das Ding. Und da steht, und da kann man nachgucken, wie viel verdienen die Geschäftsführer, die Aufsichtsräte von öffentlichen Unternehmen. Und da steht ausdrücklich drin in dem Gesetz, der Name dieser geschäftsführenden Person ist zu nennen. Ist auch manchmal ganz interessant, wenn man in mehreren Firmen Geschäftsführer ist oder die eine führt Aufsicht über die andere Firma, das wäre eben sowas, wo tatsächlich im Gesetz klar drin steht, da wird der Name auch genannt. Dann müssen wir auch was rausfiltern zur Sicherheit des Landes. Irgendwie ganz einfach irgendwie die geplanten Polizeirazzien in der nächsten Woche, das würde man eben natürlich da auch nicht reintun. Also sowas wird rausgefiltert und auch Daten aus dem Bereich Naturschutz werden da rausgefiltert. Ein Beispiel wäre jetzt irgendwie so Nistplätze, seltene Vogelarten. Da haben manche Leute, irgendwie, die vielleicht da Windkrafträder bauen wollen, haben vielleicht ein Interesse, dass die nicht gefunden werden, aber auch ganz, ganz nette und freundliche Einsatzzwecke. Man will da irgendwie hingehen und die fotografieren, weil es einfach schön ist, die zu fotografieren und so. Aber es stört die trotzdem beim Brüten, wenn man da irgendwie rumtrampelt und da fotografiert. Deshalb würde man eben sowas da auch rausfiltern. Dann wird in Open Data sehen da manche großes Wirtschaftliches. Ja? Jo, vielleicht gleich direkt. Ist das die abschließende Auswahl, die wir gesehen haben, die Filter? Ja, also, genau, also die genauen Filter stehen tatsächlich bei uns im Informationszugangsgesetz, aber im Prinzip ist das, also mir, na, es ist, gäbe noch bei, wenn das Daten Dritter sind, dass man keine Geschäftsgeheimnisse Dritter aufdeckt, aber das wären so die Ausfilterkriterien. Genau, bei dem Ganzen wird auch, also gibt es Leute, die einen großen wirtschaftlichen Faktor sehen in Open Data. Ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht von so einer Studie. Man sieht schon, das geht zwischen 12 Milliarden, das sind so irre Zahlen, die wir uns gar nicht vorstellen können, pro Jahr, was das an volkswirtschaftlichem Nutzen in Deutschland bringen soll, bis hin zu 131 Milliarden. Da ist ein Faktor von mehr als 10 dazwischen. Ich weiß nicht, wie viel davon zu halten ist, aber das in manchen Kreisen funktioniert das super als Motivator, Open Data bereitzustellen. Wird auch so gesehen, man kann davon halten, was man will, angesichts dieser Zahlen, aber es gibt manche, die sehen darin wirtschaftliches Potenzial.
Genau, dann ist noch ein ganz wichtiges Ding, vielleicht kennen das auch viele schon, diese Fünf-Sterne-Qualität. Erinnert jetzt, ich weiß nicht, mit Absicht, das ist nicht von mir, das stammt von, also diese Zeichnung auch nicht. Die stammt von der Five-Star-Info. Ob das jetzt irgendwie erinnert an Amazon mit diesem Pfeil und den fünf Sternen. Da geht es darum, um die Qualität offener Daten. Es ist nicht die inhaltliche Qualität, sondern wie offen ist das Ganze. Und das geht eben los mit einem Stern, wo es nur darum geht, es muss irgendeine offene Lizenz haben. Das muss offen sein, es ist egal, was es ist. Also es kann auch ein schlecht gescanntes Papierdokument sein. Solange das unter einer offenen Lizenz steht, wäre das eben der erste Stern. Den zweiten Stern gibt es dann, wenn es eben maschineninterpretierbar ist, maschinenlesbar ist. Aber auch da ist das Format mehr oder weniger egal. Es kann eben auch ein proprietäres Format sein, wie hier Excel. Das gibt dann den dritten Stern, wenn es ein offenes Format ist. Dann haben wir also offene Lizenz, maschinenlesbar in einem offenen Format. Das wäre der dritte Stern. Und die vierten Sterne, das ist dann schon sehr technisch. Da geht es beim vierten Stern darum, dass wir jeden Messpunkt oder das, worüber wir sprechen, eindeutig identifizieren können über einen Unique Resource Identifier. Und in der höchsten Ausbaustufe, dann haben wir Linked Open Data, LOD, man sieht es da, ein semantisches Netz, Verknüpfung zwischen verschiedenen Datensätzen. Man nutzt also in dem einen Datensatz irgendwie Vokabular aus dem anderen Datensatz und verbindet diese ganzen Daten dann miteinander. Das sozusagen als höchste Offenheit von Daten. Wie ist denn die Ausgangslage in Schleswig-Holstein? Da muss man sagen, die ist ziemlich gut. Denn, und das, ich wusste es auch nicht, bevor ich mich damit intensiver beschäftigt habe, dass diese Offenheit steht bei uns in der Landesverfassung. Das ist total selten. Da steht in Artikel 53, die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände stellen amtliche Informationen zur Verfügung. Das ist total die Ausnahme. Das hat nur ein anderes Bundesland, nämlich Hamburg, wo das tatsächlich so, diese Offenheit in der Landesverfassung drin ist. Bei den anderen ist immer das Gegenteil der Fall, Amtsgeheimnis. Wir geben ihm nichts weiter. Und das ist tatsächlich bei uns in Schleswig-Holstein eben eine Besonderheit. Und vielleicht sind wir deshalb auch so weit vorne in dem Thema. Man sieht, Hamburg ist eben auch in vielen Themen da gut. Das ist das zweite Bundesland, was es in der Verfassung drin hat. Nun, in der Verfassung stehen viele irgendwie hehre Ziele drin, aber es muss ja irgendwie noch umgesetzt werden. Und da kommen dann eben die Gesetze ins Spiel. Da haben wir zum einen, das ist jetzt nicht unser Landesgesetz, das kommt vom Bund, das ist das Datennutzungsgesetz, ein Bundesgesetz, das ist jetzt seit gut 2 Jahren in Kraft, ist eine Umsetzung einer europäischen Richtlinie für diese offenen Daten. Und das Spannende dabei ist der weite Anwendungsbereich. Es betrifft nämlich alle öffentlichen Stellen. Also das Land, die Gemeinden, also die Ämter, die Kreise und sogar die Unternehmen der Daseinsvorsorge. Das ist ganz spannend. Es öffnet zwar nicht den Zugang zu diesen Daten, aber wenn man irgendwie Zugang kriegt, aufgrund anderer Gesetze oder durch freiwilliges Bereitstellen, dann sind eben diese Stellen auch betroffen und dann muss man eben sich diesem Datennutzungsgesetz unterwerfen. Da sind ziemlich weite Offenlegungsklauseln drin. Und auch spannend ist da drin eine Referenz auf die hochwertigen Datensätze. Das ist wieder eine EU-Verordnung, in diesem Fall also eine EU-Durchführungsverordnung. Ich bin jetzt ja wie gesagt Informatiker und kein Jurist. Die Juristen wissen immer sofort, was das ist. Also das Besondere an einer EU-Durchführungsverordnung ist, das ist so ähnlich wie die DSGVO-Grundverordnung, die gilt sofort. Dass also alle Richtlinien müssen erst irgendwie in nationales Recht oder in Landesrecht umgesetzt werden. So eine Durchführungsverordnung gilt sofort für die gesamte Union. Und man kann da eigentlich gar nicht groß mehr was dran ändern. Das ist in diesem Fall besonders schön, denn hier diese EU-Durchführungsverordnung, die seit Februar 2023 in Kraft ist, die definiert eben diverse Datensätze als hochwertig. Und dafür werden ganz strenge Maßstäbe angesetzt oder ganz viele, mit denen muss man viel machen. Ein bisschen sonderbar ist jetzt bei dieser Verordnung, sie ist zwar schon in Kraft, gilt aber noch gar nicht. Sie gilt erst ab Juni nächsten Jahres, das ist jetzt in Verwaltungsdenken, ist das quasi schon übermorgen. Aber noch ist die nicht in Kraft, das ja, ist ein bisschen sonderbar bei diesen Geschichten. Man muss halt eben Zeit haben, sich jetzt, also man darf sich erst damit beschäftigen, wenn sie in Kraft ist, oder darf erstmal das Geld ausgeben. Wir müssen irgendwie eine Rechtsgrundlage haben, jetzt Geld auszugeben. Und jetzt haben wir eben so lange Zeit, das noch umzusetzen. Genau, was wird da gefordert? Es wird eine offene Lizenz gefordert. Vorgeschlagen wird Creative Commons Lizenzen mit Namensnennung oder vergleichbare offenere Lizenzen. Das muss man irgendwie nachweisen. Auch das ist noch nicht ganz klar. Deshalb, aber wir haben es leicht, wir empfehlen in Schleswig-Holstein sowieso die Creative Commons Lizenzen. Deshalb ist es für uns relativ einfach. Es werden ganz genaue Vorgaben gemacht, was für Datensätze da zur Verfügung gestellt werden müssen, und zwar genau welcher Umfang bereitgestellt wird, auch die Struktur wird genau beschrieben. Also man muss irgendwie, wenn man jetzt zu Häuserdaten steht zum Beispiel drin, jetzt muss die Geschossanzahl, die Anzahl der Stockwerke muss da geliefert werden. Also genau die Attribute werden erklärt, die von diesen Daten zur Verfügung gestellt werden müssen.
Ebenfalls wird gefordert, dass das Ganze sowohl als Massendownload zur Verfügung stehen, als auch als API-Zugriff, um auf aktuelle Daten zuzugreifen. Das ist eben auch schon eine ziemlich starke Forderung, die für einiges an Kopfzerbrechen bei manchen Stellen sorgt. Das Ganze ist in 6 thematische Kategorien aufgegliedert. Das geht eben los von so Statistikdaten, Geodaten, Demografiedaten, Wetterdaten, Umweltbeobachtungsdaten und Verkehrsdaten. Ist genau geregelt, ist in dem Anhang dieser Verordnung, könnte man das nachlesen, was für Datensätze darunter fallen. Dann gibt es noch ein Gesetz in dem Zusammenhang, das für uns interessant ist. Das stammt aus unserem eigenen Dunstkreis, nämlich das Landesgesetz dazu, das offene Datengesetz. Das ist seit gut einem Jahr in Kraft, 1,5 Jahre ist es fast schon. Und das regelt eben für schleswig-holsteinische Landesbehörden, regelt das, was es machen soll. Das ist eine Sollregelung. Und Sollregelung ist immer im Verwaltungsdenken, man muss es machen, wenn man es kann. Also wir haben hier eine Sollregelung für die Landesbehörden. Und es gibt eben auch einen rechtlichen Rahmen für Open Data in Schleswig-Holstein. Das ist jetzt interessant für die Kommunen. Für die ist es ja nur eine Kann-Regelung. Aber tatsächlich hatten viele Kommunen Angst, irgendwas in dem Bereich zu machen. Die hatten nämlich, wie war deren Denke so? Sie hatten gehört, Daten sind das neue Öl oder sind das neue Gold. Damit kann man Geld machen. Okay, wenn wir jetzt unsere Daten verschenken, wird dann nicht irgendwie die Kommunalaufsicht kommen und sagen, wieso habt ihr denn da was verschenkt? Das geht doch nicht, ihr könnt doch nicht irgendwie was verschenken. Und da können wir denen jetzt immer sagen, guckt mal nach, hier im offenen Datengesetz steht drin, die Daten sollen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Da kannst du nachgucken. Ah, okay, prima, wenn das da ein Gesetz zu gibt, dann sind wir ja fein raus. Oder sie hatten Angst, sie würden irgendwie verklagt werden, wenn da irgendwie mal ein falsches Datum drin steht. Auch da steht wieder drin, es gibt keine weiteren Prüfpflichten, als über das normale Maß hinausgehen. Dann sagen die wieder, oh, hier steht es im Gesetz, prima, dann können wir damit ja leben. Also das hat so einen beruhigenden Charakter dafür, für die Stellen, die das eben freiwillig bereitstellen. Aber es ist tatsächlich wichtig, weil sonst machen die das nicht. Und für mich ganz wichtig, das Open Data Portal und auch die Open Data Leitstelle, sehen wir gleich, wie das zusammenhängt, die ist da eben tatsächlich in einen gesetzlichen Rahmen gegossen worden. Wir haben also damit eine rechtliche Grundlage, das zu betreiben. Bisher lief das eben nur auf dem Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung. Und jetzt ist es eben in dem Gesetz da reingeschrieben, dass es dieses gibt. Und wenn das, bevor das wieder wegkommt, müsste der Landtag das Gesetz entsprechend erst ändern. Wir haben also dadurch eine Dauerhaftigkeit dieser Einrichtung da geschaffen. Und es ist eben nicht mehr so vom Interesse einer Regierung irgendwie abhängig, sondern der Landtag müsste darüber entscheiden. Genau, was ist denn dieses Open Data Portal und wie funktioniert das Ganze so? Wir haben hier einmal so ein Schaubild, sozusagen die Umgebung des Open Data Portals aufgezeigt, hier in der Mitte. Sieht man den Zeiger eigentlich? Nee, ich muss es so erzählen. Also in der Mitte sieht man, also das Open Data Portal, das wirkt so ein bisschen monolithisch hier. Wir werden gleich sehen, das sind eigentlich ganz viele Komponenten, aus denen das zusammengebaut ist. Und dann haben wir hier links daneben, für die das jetzt im Stream sehen, in einem roten Kreis drumherum, hier vor Ort ein schwarzer Kreis, das ist die Leitstelle Open Data. Man sieht hier irgendwie 3 Personen, in Wirklichkeit sind es 1,5 Stellen, die das sind, meine Kollegin und ich, die das Ganze betreuen. Und wir gucken, organisieren aber den fachlichen Betrieb von dem Ding, dass das eben läuft, die ganze Software darum, kümmern uns dann um die entsprechende Qualitätssicherung, dass die Daten, die da drin sind, vernünftig sind und auch, dass das eben entsprechend weiterentwickelt wird. Da erzähle ich nachher ein bisschen zu, was wir alles vorhaben. Dann geht es oben links, da haben wir den öffentlichen Sektor, so die klassische Landesverwaltung, die Kommunalverwaltung, die stellen da Daten bereit, die stellen da Daten rein, können da auch Daten aber wieder rausnehmen. Das ist manchmal viel einfacher, als irgendwie rauszukriegen, welches andere Behörde hat denn das, welches andere Amt hat denn das. Kann man einfach im Open Data Portal sich die Daten direkt nehmen, ohne da erst groß irgendwie in Abstimmung treten zu müssen. Dann geht es unten links weiter, sozusagen auf die Schichten nach oben, da haben wir einmal das nationale Open Data Portal, GovData. Da werden eben unsere Metadaten hinkopiert und die verlinken entsprechend auf unsere Daten und dann noch weiter zum Datenportal der EU. Auch da fließen unsere Daten eben automatisch hin. Etwa so ganz grob immer 2 Tage Zeitverzug, bis es bei GovData ist und dann nochmal 1 bis 2 Tage, es kann nochmal eine Woche dazwischen liegen, bis es dann beim europäischen Datenportal angekommen ist und unsere Daten dann tatsächlich da europaweit sichtbar sind. Auf der rechten Seite haben wir dann Personen, Organisationen, die diese Daten konsumieren können. Da haben wir zu einen die Zivilgesellschaft aus Schleswig-Holstein, also jeden hier aus dem Raum und mich auch als Privatperson dann, die sich da eben an diesen Daten bedienen können.
Oder wir haben Firmen und Vereine in Schleswig-Holstein, die diese Daten irgendwie nutzen können, um darauf, also eine Firma würde vielleicht irgendwie einen Dienst drauf aufbauen, irgendwie eine Dienstleistung, oder ein Verein stellt das irgendwie hübscher dar, um dann entsprechend diese Daten leichter zugänglich zu machen. Und eine Besonderheit in Schleswig-Holstein, da sind wir noch immer die Besonderheit, sind wir, dass wir ein Landesportal sind, die eben auch Daten von Firmen und Vereinen entgegennehmen. Eben alles, was irgendwie einen Bezug zu Schleswig-Holstein hat, das kann man bei uns im Portal unterbringen. Und da machen auch einige, es sind noch nicht viele, aber ein paar Firmen und Vereine machen da eben schon Gebrauch von und stellen ihre Daten da bereit. Sozusagen öffentliche Open-Data-Portale sind wir nicht die einzigen, es gibt noch Städte, die das schon machen, aber eben landesweit sind wir da die Ersten. Genau, gucken wir ein bisschen rein in diesen Bobble, der eben hier so monolithisch aussieht. In Wirklichkeit setzt sich das nämlich aus einer ganzen Vielzahl von Komponenten zusammen, aus verschiedenen, die verschiedene Aufgaben haben. Ich habe es ein bisschen gruppiert. Wir haben einmal den Bereich der Daten, sozusagen die einzelnen Dateien selbst, oder das sind nicht immer nur Dateien, also die Daten. Dann haben wir die Metadaten, also die Beschreibung, was ist in diesen Daten eigentlich drin. Und wir haben einen Darstellungsbereich. Wir sehen eben klar, bei den Daten müssen wir eine Ablage haben, so eine Dateiablage. Heutzutage in neuen Ausdrücken ist es ein Datenraum. Also wir haben eine Dateiablage. Dann da arbeiten wir noch dran, dynamische Daten, also Dinge, die irgendwie, also wo sich einzelne Zahlen aber relativ häufig ändern, irgendwie zeitnah ändern. Da arbeiten wir dran, gucken wir gleich im Ausblick noch dran, da tun wir was. Wir haben ETL-Prozesse, die darauf aufsetzen, auf diesen Dateien, um die dann in andere Formate umzuwandeln, dass man die besser verarbeiten kann. Und wo wir auch dran arbeiten, ist das Ganze über einen Sparkle-Endpunkt, also eben als Semantic Web-Technologie bereitzustellen. Erzähle ich nachher auch im Ausblick noch was. Genau, bei den Metadaten entsprechend ähnlich. Wir müssen die Metadaten speichern, wir müssen die Metadaten sichtbar machen und wir müssen sie über eine Schnittstelle eben an die dkat.ap.de-Schnittstelle, das Format an der Stelle, müssen wir ans nationale Open Data Portal weitergeben. Und im Bereich der Analyse, der Darstellung, wollen wir eben Daten analysieren, wir wollen sie visualisieren, wir wollen irgendwie Dashboards zusammenbauen. Auch das ist gerade im Werden, sehen wir nachher im nächsten Teil. Genau, wie ist der aktuelle Stand? Wie gestartet sind wir im Juli 2019. Also ich habe das Ganze mit gestartet. Ich habe 2018 angefangen, dann haben wir einen Vorlauf gebraucht, bis unser Landes-IT-Dienstleister das dann alles soweit hatte. Dann sind wir im Juli 2019 damit gestartet. Und wir waren schon von Anfang an auch immer offen für Kommunen. Und die haben auch tatsächlich dann schon, ein paar haben gleich am Anfang mitgemacht und weitere sind dazugekommen. Man findet also nicht nur aus der Landesverwaltung, sondern eben auch aus einzelnen Städten und Kreisen und Gemeinden findet man da was drin. Ich habe mir hier so eine kleine Auswahl mitgebracht, wer da mitmacht. Norderstedt und Kiel waren gleich von Anfang an dabei. Andere sind jetzt dazugekommen. Zum Teil sehr viele Daten, mehrere hundert haben manche Städte da. Andere haben 2, 3 Datensätze nur, aber ich sage denen immer, fangt klein an, macht mal überhaupt was, kriegt mal so ein Gefühl dafür, was passiert da eigentlich, weil die immer Angst haben. Ich sage, macht mal erstmal einen Datensatz. Hat zum Teil geklappt, manchmal sind es so Haushaltsdaten, aber andere Städte stellen da eben einen ganz breiten Strauß an Daten zur Verfügung. Wir sind dann damals gleich auf Platz 1 gesprungen, als eine Anzahl unserer Datensätze, die wir anbieten, als wir da im Juli gestartet sind. Und diese Stellung konnten wir festigen und ausbauen. Man sieht jetzt, das ist jetzt von, ich glaube gestern habe ich den Screenshot hier gemacht, bei GovData, also die anliefernden Portale. Schleswig-Holstein eben auf Platz 1, gefolgt von Hamburg. Hatte ich eben schon erzählt, dass das zweite Bundesland, das eben diese Offenheit, diese Transparenz in der Landesverfassung hat, das spiegelt sich hier wieder. Und dann tatsächlich, da gab es immer ein bisschen Veränderung. Brandenburg hat da jetzt irgendwie stark aufgeholt, da war bis vor ein paar Wochen noch Rheinland-Pfalz an der Stelle. Müsste ich gleich mal gucken, was Brandenburg da jetzt eingestellt hat. Genau, das ist so der Stand aktuell anhand der Datensätze, die da bereitgestellt werden. Genau, dann konnten wir noch viel Erfahrung mit automatischer Anbindung gewinnen. Eben das ist, also letztlich funktioniert das Ganze nur, wenn das tatsächlich durchdigitalisiert ist. Wenn da irgendeiner von Hand noch Daten hin und her schieben muss, das klappt nicht. Da kriegt man keine Akzeptanz dafür. Dann hat man irgendwie so Datenfriedhöfe, wo irgendwie mal ein Datensatz veröffentlicht wurde und dann passiert da nichts mehr. Das klappt halt mit automatischer Anbindung sehr gut. Und da konnten wir eben einiges an Erfahrung sammeln. Ich habe da so ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben gut 800 Pegelstände, die ist unser Landesamt für Umwelt misst. Also an den Flüssen wird da gemessen. Werden eben der Wasserstand und der Abfluss gemessen und da ist klar bei 800 Datensätzen, das funktioniert einfach nur durch Automatisierung, dass das eben da automatisch reinläuft. Vielleicht ganz interessante Geschichte nebenbei, die am Anfang waren sie so ein bisschen, also ja, sie waren skeptisch, dass das jemand interessiert, die sagten, ja klar, stellen wir bereit, aber das will doch gar keiner wissen.
Ja, ganz witzig, dass, als es, man kriegt, wenn man Ausfall ist, dann melden sich ja Leute, die sagen, da fehlt was. Angelvereine. Tatsächlich gibt es mehrere Angelvereine, die irgendwie aufgrund dieser Pegelstände gucken können, dass die Fische da gut beißen. Was die da genau machen, weiß ich nicht, aber die sind tatsächlich drin. Und es gibt eben mehrere Vereine, die wirklich regelmäßig abrufen und dann irgendwie Tipps geben, wann da in dem Fluss besonders gut was zu fischen ist. Genau, also diese Pegelstände haben wir automatisiert. Wir haben auch die Badewasserqualität, die wird jetzt vom Justiz- und Gesundheitsministerium wird die überwacht. Also alle Badestellen, das sind glaube ich so 300 im Land. Und das läuft da eben auch automatisch rein. Das Landesamt für Denkmalpflege, die Denkmalliste und einige kommunale Daten, Strand- und Parkplatzbelegungen aus einmal von der Ostsee, Stabolz und von der Westsee, von der Nordsee, St. Peter-Ording von der Westküste, die da auch ihre Daten täglich immer aktuell reinschieben. Genau, und anhand der Denkmalliste vom Landesamt für Denkmalpflege, das ist sozusagen unsere besondere Erfolgsgeschichte. Da möchte ich einmal zeigen, wie sozusagen, was sich dadurch geändert hat in der Arbeit und dass tatsächlich Digitalisierung da hilft. Wir hatten, also DISH ist das Denkmalinformationssystem Schleswig-Holstein, das ist Fachverfahren heißt das, also die Softwareanwendung, mit der eben diese Denkmalliste gepflegt wird. Und bisher hatte man diesen unteren roten Weg. Man musste eben, das ist sozusagen gesetzlich vorgegeben, dass diese Denkmalliste veröffentlicht werden muss. Und bisher war es immer monatlich ein händischer Export, man musste da rumklicken in diesem Programm. Und zwar pro Kreis, das heißt, man muss da jetzt Lübeck nicht, weil Lübeck eine eigene Denkmalstelle hat, also 14 Mal musste man da mal klicken. Also 14 Mal musste man irgendwie, und zwar nicht nur einmal so, klick, ich will diesen Kreis, sondern man musste dann irgendwas konfigurieren und dann kriegte man das. Dann hatte man also 14 PDF-Dateien, die mussten dann wieder ins Landesportal hochgeladen werden, also unter schleswig-holstein.de, in das CMS. Das war wohl immer ein ziemlicher Krampf und die Mitarbeiterin, der graute schon immer vor, sie hat es auch meistens nicht monatlich geschafft, sondern nur einmal pro Quartal, ihr graute immer schon vor diesem Exporter. Das haben wir dann geändert und jetzt haben wir den Weg da oben, denn dieser Export funktioniert jetzt automatisch wöchentlich. Das war sozusagen, was die Fachlichkeit mir sagte, was irgendwie sinnvoll ist. Also in einer Woche sind genug Änderungen da zusammengekommen, dass man das dann neu erzeugen kann. Und wir erzeugen jetzt automatisch diese PDF-Datei, die wird ins Open Data Portal hochgeladen und vom Landesportal musste nur einmal verlinkt werden, sozusagen der Link auf immer die neueste Datei und das ist eben einmal eingerichtet worden. Und das Schöne war eben neben diesem PDF-Export, ja, für uns jetzt, wenn man gerade aus der Technik kommt, ist das nicht so erbaulich, das sind riesige Listen mit mehreren hundert Seiten, das will man nicht verarbeiten, sondern wir haben dann eben gleich maschinenlesbar das angeboten und bieten das jetzt eben auch als CSV-Dateien und als JSON-Datei an. Und das fließt eben so nebenbei gleich mal mit ins Open Data Portal. Und da konnte man es eben viel Arbeitszeit sparen. Und das Schöne ist, diese Arbeitszeit konnte sie jetzt investieren in ein Thema, was ihr schon immer am Herzen lag. Die haben nämlich diese ganzen Denkmäler auch fotografiert. Und da musste immer, und die sollten auch bereitgestellt werden, diese Fotos. Es musste aber noch geprüft werden, ob da irgendwie Urheberschutz dran ist an diesen Fotos, also ob sie es irgendwo hergekriegt haben, und ob die Panoramafreiheit eingehalten wurde, dass man eben nicht irgendwie im Hinterhof stand und das fotografierte auf Privatgrund. Und das musste sie überprüfen. Und Autos durften auch nicht, also keine Autokennzeichen drauf und keine Personen drauf. Das musste sie halt jetzt durchgucken. Und die Zeit hatte sie, sodass diese Fotos jetzt eben auch als offene Daten mit offener Lizenz bereitstehen, ist eine ganz schöne Geschichte. Genau, wie sieht das Portal aus? Gehe ich einmal ganz kurz durch, kann sich auch jeder angucken unter opendata-schleswig-holstein.de. Sieht man das auch entsprechend. Also man landet erstmal auf seiner Startseite, wo erstmal die Datensätze untereinander alle aufgelistet sind. Und man sieht also hier schon so ein paar Datensätze, grob mit Titel. Man sieht diese 5-Sterne-Bewertung. Wir haben uns jetzt gegen die Sterne entschieden, um eben nicht diesen Bewertungscharakter von so einem Online-Shop nachzubilden, sondern haben das eben durch diese Icons da mit den jeweiligen Kürzeln dargestellt. Man sieht gleich schon, in welchem Dateiformat das zur Verfügung gestellt wird, woher die Daten kommen. Man sieht zum Teil auch schon den zeitlichen Ablauf. Genau, zur Rechten sieht man eben hier so Facetten, Suche, Filtermöglichkeiten. Und um sich dann eben gezielt daran arbeiten zu können, zu den Daten, an denen man irgendwie interessiert ist. Da gibt es unter anderem, jetzt hier, ich habe eins vergrößert, die Kategorien. Das sind 13 Kategorien, nach denen diese Daten einsortiert werden. Und da fragt man, wenn man sich die durchguckt, auf ersten Blick sehen die vielleicht sinnvoll aus, auf zweiten Blick schon nicht mehr so. Das Problem ist, diese Kategorien sind von der EU vorgegeben. Vorteil, das ist in ganz Europa gleich. In jedem Land wird man diese Kategorien so finden. Der Nachteil ist, dass die halt so ein bisschen blöd geschnitten sind. So richtig ungünstig geschnitten ist die zweite Kategorie, Bildung, Kultur und Sport.
Da ist alles drin, da sind irgendwie die Ergebnisse der Vera-Schülerstudien drin, weil das Bildung ist. Da sind Kultur, also alle Museumsbestände sind da drin, im Zweifelsfall auch alle Digitalisate von denen. Und unter Sport werden irgendwie Fußballergebnisse aus der Kreisliga damit drin. Alles in einer Kategorie, super schwer zu finden, alle sind da ein bisschen unglücklich. Andere Dinge, gerade so Tourismusland, gibt es gar nicht, Tourismus. Sowas wie Golfplätze. Also wir haben da einen Datensatz, wo Golfplätze verzeichnet sind. Ganz schwierig. Wo ist denn das? Wo geht es zu? Zu Sport, in jedem Fall. Golf ist ein Sport, also muss es da oben rein. Es ist aber auch irgendwie Umwelt, weil das ja Rasenflächen und irgendwie Sachen sind, also Umwelt. Es ist immer wirtschaftlich natürlich interessant. Golf ist irgendwie auch ein Wirtschaftsthema. Wir haben auch vielleicht Verkehr. Also echt schwer, manche Sachen da einzusortieren. Zum Glück kann man in mehrere Kategorien tun. Aber tatsächlich, das ist noch so ein bisschen ein schwieriges Ding. Dann wird man manchmal, das ist auch eine Besonderheit unseres Portals, ist noch eine Besonderheit, sehen wir gleich im Ausblick, warum das noch eine Besonderheit ist oder warum die anderen da nachziehen müssen, Datenserien. Wir haben also, manchmal bei einer Suche findet man die vielleicht, dann haben wir die oben mit so einem Symbol ein bisschen farbig hervorgehoben, dass das eben eine Datenserie ist. Und da kriegt man eben so eine ganze Zeitreihe an verschiedenen Datensätzen, die aber zusammengehören. Also hier die BEG ist Bundeselterngeld. Da kann man sich eben die verschiedenen Statistiken aus verschiedenen Monaten, verschiedenen Jahren angucken und kann sich da eben sehr leicht ganze Zeitreihen angucken und eben auch mal den neuesten Datensatz angucken. Dann gibt es zu jedem Datensatz eine Detailseite, wo dieser Datensatz genauer erklärt ist. Da sehen wir wieder oben den Titel drüber. Wir sehen recht prominent den Herausgeber dieses Datensatzes. Dann sehen wir hier die wichtigsten Metadaten. Also welche Kategorie, welcher Zeitraum ist abgedeckt, wann ist dieser Datensatz zum ersten Mal veröffentlicht, wann wurde zuletzt daran gearbeitet, die Lizenz, ganz wichtig, unter der steht, und auch ein Raumbezug, dass man da schon abschätzen kann, ist dieser Datensatz für mich interessant. Und dann gibt es eine mehr oder weniger ausführliche Beschreibung, die haben sich jetzt hier sehr viel Mühe gegeben und diesen Datensatz beschrieben. Wir geben immer so ganz grob mit, was soll da drinstehen, es soll also etwa so grob drinstehen, erstmal, worum geht es da in diesem Datensatz? Wie ist das erhoben worden? Was für Messmethoden macht man da irgendwie? Was ist nicht da drin in dem Datensatz? Das ist auch mal wichtig, was wird man da nicht finden? Und dann im Idealfall tatsächlich, wenn es eine Tabellenstruktur ist oder was anderes Strukturiertes, dass man dann eben tatsächlich die einzelnen Attribute erklärt, dass man das eben sehr schnell versteht, auch Maßeinheiten mitgibt, Datenformate mitgibt. Ich glaube, hier sehen wir es ganz gut. Genau, hier sieht man, kann man es oben ein bisschen erahnen, dass das Datum eben im Format Tag, Punkt, Monat, Punkt, Jahr angegeben ist. Solche Dinge kann man auch, also regen wir an, dass man das angibt, oder das Koordinatenbezugssystem, dass das angegeben ist, dass da keine Missverständnisse entstehen. Genau, und dann letztlich die Dateien, das eigentlich Interessante, eben hier in diesem Fall verschiedene Dateiformate. Etwas, wo wir auch mal dran arbeiten, die Frictionless Data-Beschreibung, wo eben maschinenlesbar diese Attribute alle erklärt sind, sehen wir auch gleich noch ein bisschen zu, weil wir da noch viel dran arbeiten. Im Moment, da so als Datei drin. Dann sieht man, der ist in so einer Datenreihe drin, da kann man also zu vorherigen Versionen durchblättern und eben gucken, was hat sich geändert. Unten haben wir noch ein paar Schlagworte dazu. Genau, und dann noch links gibt es noch der unterste Kasten, die Metadaten, kann man sich dann hier im dcat.ap.de-Format runterladen und dann eben auch maschinenlesbar das, was man sich hier angeguckt hat, eben auch maschinenlesbar auswerten zu können. Ja, und wenn man dann auf so eine Datei klickt, dann geht das entsprechend lokal auf. Jetzt habe ich die CSV-Datei genommen und dann kann man damit lokal machen, was man möchte. Umformen, sortieren, irgendwelche Balkendiagramme machen oder QGIS nehmen und das auf eine Karte werfen, um dann eben so einen Eindruck zu kriegen oder dann sich entsprechende Auswertungen zu machen, was in den Daten drinsteckt. Dann möchte ich noch mal kurz Werbung machen. Wir machen gerade eine Umfrage zum Open Data Portal. Es haben auch schon erfreulich viele, also gerade bei solchen Umfragen machen tendenziell immer eher wenig mit, aber wir haben schon erfreulich viele, aber wir können natürlich immer noch mehr Teilnehmende gebrauchen dabei, die eben sagen, was fehlt noch am Portal, was gefällt gut. Ist auch im Open Data Portal oben verlinkt, sonst auch der Direktlink hier von der Uni Speyer, die machen das für uns, die haben wir beauftragt, dass wir eben auch gar nichts, wir kriegen die Originaldaten gar nicht zu sehen. Das kriegt nur die Uni Speyer, die es hier sammelt, der QR-Code wird da auch hinführen. Genau, würde mich freuen, wenn da noch ein paar Leute mitmachen könnten bei dieser Umfrage zum Open Data Portal und zum Gesetz. Also es wird auch gefragt, welche Daten fehlen denn noch, und das Ergebnis dieser Umfrage wird dann auch dem Landtag in einem Bericht vorgelegt, damit die nämlich gucken, ob sie das Open Data Gesetz, das offene Datengesetz noch verschärfen müssen. So, und dann wie versprochen ein bisschen den Ausblick. Was haben wir denn in der nächsten Zeit? Ausblick 2023 ist schon ein bisschen
Ja, wir machen dieses Jahr da auch noch was, aber das zieht sich, wird sich auch das nächste Jahr noch hinziehen, weil das tatsächlich große Sachen sind, die wir da vorhaben. Ja, wir sind nämlich gerade dabei, die Open Data Infrastruktur auszubauen mit an ganz verschiedenen Komponenten. Ich hatte es eben ja schon gezeigt an diesem Bild. Wir wollen nicht eben einen Monolithen einkaufen, das haben andere Bundesländer gemacht, die haben irgendwie eine Firma gesagt, bau mir mal ein Open Data Portal und haben dann so einen Monolithen eingekauft, sondern wir bauen eben Komponenten auf und kombinieren die eben, kombinieren verschiedene Software miteinander. In der Regel Open-Source-Software, an einer Stelle gleich erzählen, da müssen wir, ich als Open-Source-Begeisterter muss die Kröte da schlucken, warum machen wir Open-Source? Ein Thema ist dabei die digitale Souveränität, also der Staat darf keine Abhängigkeiten sollte keine Abhängigkeit von irgendwie privatwirtschaftlichen Firmen haben oder überhaupt irgendwie, dass die Software plötzlich weg ist und wir haben die nicht. So, jetzt gibt es aber den Spezialfall, das ist so Private-Public Partnership aus den 1990er Jahren vielleicht, da war das üblich, dass der Quellcode, also dass die Rechte am Quellcode bei einer Firma und den Bundesländern liegen. Und an einer Stelle werden wir wahrscheinlich auf so ein Modell gehen müssen. Das heißt, der Quellcode ist nicht offen, der gehört uns, dem Land und allen anderen Bundesländern auch. Aber er ist eben nicht offen, weil da eben eine Firma noch irgendwie Interessen dran hat. Es gibt aber eine Ausstiegsklausel, sozusagen, wenn die Firma mal pleite geht oder keine Interesse mehr hat an dem Quellcode. Das ist ja das Problem. Ne? Also die Firma geht irgendwie pleite und dann stehst du da und hast gar nichts mehr. Und da gibt es eben diese Ausstiegsklausel, dass eben, wenn die Firma pleite geht, dann wird der Quellcode entsprechend geht sofort in die Hoheit der Länder über, dass die weiterentwickeln können. Mal gucken, ob wir vielleicht so, also langfristig, 5 bis 10 Jahre irgendwie mal gucken, ob man das doch mal als Open Source schafft. Aber im Moment ist es noch so, dass der Teil eben nicht Open Source ist. Aber zumindest hat das Land entsprechende Rechte daran, dass diese Software eben nicht einfach so verschwindet. So, aber jetzt zu den einzelnen Komponenten. Also genau, wir wollen ein Schema-Repository bauen. Ich gehe gleich einfach rein, dann muss ich hier nicht alles doppelt erzählen. Genau, also das erste ist das Schema-Repository. Wir wollen also maschinenlesbar beschreiben, was ist in diesen Dateien drin. Kennt man bestimmt aus CSV-Dateien, wo man jedes Mal schon überrascht ist, welches Trennzeichen ist da verwendet worden. Da gibt es aber noch mehr so Geschichten. Also Trennzeichen ist so ein Ding, der Komma-Separator, aber auch die Datenformate, ist hier ein Datum drin, ist da eine Ganzahl drin. Sowas. Das hat man bei diversen Formaten. Und da ist eine sehr schöne Lösung, die Frictionless Specification. Und die wollen wir als Grundlage dieser Beschreibung nehmen. Die ist super flexibel. Das kann man eben nicht nur für CSV-Dateien, da kann man auch LibreOffice-Calc-Dateien mit beschreiben, da kann man auch Excel-Dateien mit beschreiben, da kann man alles Mögliche mit beschreiben und kann auch sehr viel Angaben dazu machen, zu einer Spalte. Man kann eben nicht nur sagen, die hat diesen Namen und diesen Datentyp, das wäre so das Übliche, sondern man kann eben auch sagen, da ist eine Maßeinheit, auch das wieder standardisiert, also welche Unit of Measurement verwende ich da drin, Maßeinheit, oder welches Koordinatenbezugssystem wird da genommen oder es referenziert irgendwie andere Daten. Man kann Text in verschiedensten, auch in mehreren Sprachen da angeben, also sehr, sehr schön flexibel, wird unter anderem auch in Frankreich benutzt, sodass wir da eben tatsächlich gucken können, dass das funktioniert auch in anderen Staaten schon gut. Und das soll immer unsere Grundlage sein. Und wir brauchen, also ohne uns gibt Bibliotheken in ganz vielen Sprachen, also Python, Java, in R, gibt schon fertige Bibliotheken, um das auszulesen. Und wir brauchen natürlich irgendwie einen zentralen Ablageort, dass man das findet. Und das soll eben genau dieses Schema-Repository sein. Da kommt eben dieses entsprechende Schema rein und dann kann man von dem jeweiligen Datensatz sagen, ich verwende dieses Schema und dann kann man dagegen validieren. Und dieser Ablageort soll natürlich auch eine Versionierung machen, dass man eben, dass die älteren Daten, die werden jetzt zu einem älteren Schema gehören, wenn man jetzt irgendwie noch ein Feld dazu macht, dass man eben ganz klare Versionsgeschichte hat, was sich da geändert hat. Das soll das Schema-Repository sein. Dann brauchen wir ein sogenanntes Staging-System. Und zwar müssen die Daten ja für die Veröffentlichung als Open Data aufbereitet werden. Zumindest muss man irgendwie Metadaten erfassen, also sagen, wer ist eigentlich der Herausgeber, welche Lizenz ist das, aber auch, sind da noch personenbezogene Daten drin, sind da noch irgendwie fachliche Qualitätsmängel da irgendwie drin. Das muss man irgendwie eingeben können und das muss man dann bewerten können. Also dieser Datensatz, dass man sich sozusagen sortiert, welche Datensätze sind jetzt schon fertig, wo müssen wir noch Arbeit reinstecken und das dann auch entsprechend, das kostet ja auch irgendwie alles Geld, sowas noch aufzuhübschen oder aufzubereiten. Und diese entsprechende Priorisierung kann man dann eben vornehmen, wenn man das eingegeben hat. Dann müssen auch unsere Dateien, ich hatte ja schon gesagt, wir wollen das eben als mit den Frictionless Specifications beschreiben, diese Metadaten für die Dateien müssen auch irgendwie eingegeben werden.
In der Regel fällt dann dabei auf, dass diese Daten doch nicht so schön sind, wie man dachte, nämlich dass da irgendwie doch in der Spalte, wo Ganzzahlen drin sind, plötzlich doch irgendwie noch ein Text drin steht. Verrückteste Sachen gibt es da. Also wird man auch irgendwie noch bereinigen müssen. Auch das soll man in diesem Vorbereitungsbereich machen. Und dann gegebenenfalls, da sind wir so nicht ganz sicher, ob das vielleicht schon zu weit in der Zukunft gedacht ist, die Reconciliation heißt es, so ein Datenabgleich. Ich weiß nicht, ob man OpenRefine kennt, die Software, da geht eben auch dieses Abgleichen mit Normvokabular, dass man eben irgendwie aus einem Kreisnamen, dass man den eben übersetzt und sagt, also man sagt hier, ist, in dieser Spalte sind Kreise drin und ich habe nur die Namen und dass man die dann übersetzt in eine ID des Kreises und müssen wir mal gucken, ob wir nicht die Leute damit überfordern, wenn diese Reconciliation da einbauen. Und das wäre eben auch so eine mögliche Aufgabe dieses Data-Systems. Dann brauchen wir ein Workflow-System für ETL-Strecken, also Export, Transform und Load. Also irgendwie, wir müssen irgendwie Aktionen durchführen, wenn so ein Datensatz neu kommt, also wenn er neu kommt oder aktualisiert wird. Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, was denn da passieren muss, wenn sowas passiert. Wir haben vor, unsere größeren Daten oder vielleicht sogar in jedem Fall die größeren Daten als Paketdateien anzubieten. Zeige ich ja gleich noch was Schönes zu. Wie das funktioniert. Genau, und ein Triple Store, der Triple Store aktualisiert, kommt auch gleich, Semantic Web Technologie oder Geodienste erzeugen, was da noch alles passieren muss, da brauchen wir irgendwie ein Workflow-System. Das wird eben auch noch gesucht. Genau, dann wollen wir Daten visualisieren. Es ist bisher, ja, es ist schön, wir haben diese Daten, vielleicht können auch viele von uns hier damit irgendwie was anfangen, aber ein großer Teil der Bevölkerung können damit nichts anfangen, die müssen das irgendwie als Diagramm sehen. Die können das noch nicht mal, also für uns, glaube ich, alle irgendwie ein Klacks, das in LibreOffice aufzumachen, schnell sich mal ein Diagramm zu zeichnen. Das ist aber für viele Leute eine Hürde. Und deshalb wollen wir irgendwie eine Visualisierungskomponente haben. Wichtig ist, die ist irgendwie, soll einbettbar sein in andere Webseiten. Das ist wiederum jetzt für die Kommunen spannend. Die stellen ihre Daten bei uns ins Portal und kriegen dafür automatisch das Diagramm, was sie bei sich auf der Webseite einbinden können, sodass da alle was von haben. Dann im Moment gerade hat jede Politikerin, jeder Politiker Dashboard, ist so ein völlig inflationäres Ding. Ich weiß nicht, ob das außerhalb der Verwaltung auch so inflationär auftaucht, das Wort, also bei uns ist das absolute Hype-Wort, Dashboards bauen. Doch, die Bundesregierung hat auch ganz viele Dashboards. Also das scheint auch in der Öffentlichkeit irgendwie Dashboards. Genau, also diese Visualisierungskomponente und diese Software soll eben mehrere Diagramme entsprechend zu diesen Dashboards kombinieren. Und was es auch machen soll, zumindest intern innerhalb der Verwaltung, vielleicht auch öffentlich, müssen wir gucken, wie viel Rechenzeit das braucht, so eine visuelle Datenerkundung, dass man sich eben durch die Daten so durchhangelt und dann rauskriegt, die Fragestellung sich so ein bisschen durch Ausprobieren dem nähern kann. Genau, und dann für ein zweiter Teil der Visualisierung, viele geografische Daten sind einfach auch wieder noch schwieriger zu verstehen, weil man die eben nicht so einfach in LibreOffice sich ein Diagramm machen kann, da muss man schon wie QGIS kennen, da ist die Hürde schon wieder ein bisschen mehr. Deshalb wäre es da eben sinnvoll, diese Daten auf einer Karte schon mal darzustellen und entsprechend eventuell schon Geodienste anzubieten, um das dann wiederum an anderer Stelle nutzen zu können. Genau, und das ist diese Softwarekomponente, die es eben schon fertig gibt. Die haben die Bundesländer eben schon mal entwickeln lassen. Wahrscheinlich müssen wir bei der Visualisierung darauf tatsächlich zugreifen. Genau, dann noch eine weitere Ausgabemöglichkeit, wie wir die Daten anbieten, nämlich als Semantic Web Technologie Linked Open Data, als Sparkle Endpunkt abfragbar. Und zwar wollen wir nicht nur die Metadaten anbieten, sondern tatsächlich die Daten selbst. Und dann kann man das nämlich, das kommt in einen sogenannten Triple Store, wird das reingetan, und dann kann man es abfragen. Da gibt es eine in dem Bereich verbreitete Abfragesprache, Sparkle heißt das, mit der kann man da dann entsprechend drin suchen. Ich habe da mal so ein Beispiel mitgebracht, dass man sich das so vorstellt. Sieht so ein bisschen aus wie SQL, ist aber für Graphen, also nicht SQL ist ja für relationale Tabellenstrukturen, das ist für Graphen, also eine Abfragesprache in Graphen. Und das Spannende war, wir haben so eine Reihe von Datendialog, hieß das. Da haben wir also mit Stakeholdern, aus Vertreterinnen aus verschiedenen Bereichen gesprochen, unter anderem der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltung. Und aus der Wissenschaft war tatsächlich das die Frage, gebt uns einen Sparkle-Endpunkt, wir wollen da drin suchen. Das war tatsächlich, von ganz vielen kam das. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Genau, und diese Sparkle-Abfrage in den Metadaten, das ist schon total üblich. Da gibt es zwei Beispiele, kann man gucken bei govdata.de, also dem nationalen, dem deutschen Open-Data-Portal. Die haben da so eine entsprechende Abfrage, da kam das Beispiel auch eben her. Und das europäische Datenportal hat das auch. Da kann man in den Metadaten suchen. Aber wir wollen auch die Daten in den Triple Store legen, um dann tatsächlich in den Inhalten zu suchen. Und zwar
das Ganze, also jetzt die Verwaltung irgendwie dazu bringen, RDF-Daten zu schreiben oder irgendwie Triple zu schreiben, das wird glaube ich nichts. Da fordern wir, deshalb wird es einen Weg geben, auch diese CSV-Dateien entsprechend plus ihre Frictionless-Beschreibung zu nehmen und daraus automatisch diese Triple abzuleiten. Und das Ganze automatisch bei jeder Aktualisierung werden auch die Daten im Triple Store aktualisiert. Deshalb brauchen wir auch die ETL-Strecke. Das wird eben eine Aufgabe sein, das entsprechend aufzubereiten. Dynamische Daten ist ein weiteres Thema, denn manche dieser Daten bringen eigentlich nur den richtig viel Nutzen, wenn man sie zeitnah kriegt. Die Parkplatzdaten ist ganz schön, wenn ich sie von letzter Woche kenne, aber eigentlich will ich die jetzt wissen. Die Zeitreihen sind total wichtig, gerade Trainieren von irgendwie KI-Modellen, die brauchen diese Zeitreihen. Deshalb ärgern, also die sind immer froh, dass wir diese alten Dinger haben. Aber natürlich andere Anwendungsfälle brauchen halt wirklich zeitnahe Verfügung. Jetzt, wir wollen nicht Echtzeit sagen, das schaffen wir vielleicht nicht, aber dynamische Daten, also schnell irgendwie zeitnah verfügen. Und da geht es oft irgendwie um kleine Änderungen von Werten. Also irgendwie nur eine Zahl hat sich geändert. Wie viele Autos sind auf diesem Parkplatz? Dann muss ich nicht irgendwie den ganzen Datensatz mit den Messdaten des letzten Jahres neu schreiben, sondern einfach diese eine Zahl austauschen. Und da wollen wir zwei Technologien erproben. Und zwar ist sozusagen die Schwierigkeit, welche beiden sind es? Ist einmal die SensorThings-API mit der Implementierung Frost, heißt das. Und das andere ist die Fireware-Infrastruktur. Warum zwei? Warum können wir nicht einfach uns entscheiden? Ja, das Problem ist, wenn wir unser Nachbarbundesland fragen, Hamburg, dann sagen die, nimm die SensorThings-API und Frost. Das benutzen die bei sich. Wenn wir schleswig-holsteinische Kommunen fragen, wenn wir Kiel und Lübeck fragen, dann sagen die, nimm Fireware. Jetzt ist die Frage, hören wir auf unsere Kommunen oder hören wir auf unser Nachbarbundesland? Deshalb haben wir für beide jetzt eine Erprobung gemacht. Können das dann tatsächlich mit echten Daten vergleichen und auch mit Leuten, die das nutzen wollen, vergleichen, was dann tatsächlich für uns in Schleswig-Holstein hier als, wir sind tatsächlich ein bisschen anders als Hamburg ist eben als eine Stadt, aber wir sind eben so ein Flächenland mit eben vielen Kommunen, vielen Teilnehmenden, was da für uns besser ist, das lassen wir gerade erproben, genau. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, also ich brauche gleich die Erklärung, warum wir, genau. Wir wollen nämlich unsere Daten in einem Open-Table-Format anbieten. Dass alle, die jetzt im Big-Data-Bereich oder im Data-Science-Bereich unterwegs sind, gerade im Industrieumfeld, die werden das irgendwie kennen. Aus der Ecke kommt das Ganze nämlich, das Parquet-Format. Oder es gibt mehrere, aber wir wollen jetzt das Parquet, oder ein heißer Kandidat ist eben dieses Parquet-Format. Und im Prinzip, so ganz grob gesagt, eine SQL-Suche in einer Datei. Also man hat irgendwie eine einzige Datei und da drin kann man SQL-Suche machen. Ich weiß, das ist ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber so kann man sich das einfach vorstellen. Auch da sind wir wieder nicht, also warum machen wir Parquet und nichts anderes? Haben wir mal wieder zu unserem Nachbarn geguckt, Frankreich, die sind, man sieht es hier eben schon, das ist alles irgendwie alles sehr französisch hier, ist aus deren Open-Data-Portal. Die machen das auch schon, die machen vieles Gutes in Sachen Open-Data. Und man sieht hier vielleicht schon, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wir haben also die gleichen Daten in verschiedenen Formaten. Einmal die CSV-Datei, 1,8 Gigabyte groß und die Parquet-Datei 460 Megabyte groß. Also da haben wir schon mal eine enorme Ersparnis. Die werden also irgendwie komprimiert, die Dateien. Aber das Ganze ist noch viel cooler und das kann ich jetzt noch mal zeigen. Also diese Datei, es geht um diese Datei, 470 Megabyte, so ganz bummelig groß. Und die kann man jetzt im Browser, kann man jetzt da oben diese SQL-Abfrage eingeben, nur die From, das From ist keine Tabelle, sondern diese Datei. Also die URL, wo diese Datei liegt, 470 Megabyte groß, habe ich auf meinem Rechner zu Hause gemacht, 6 Sekunden hat es gedauert, da kann man sich vorstellen, ich habe keine Glasfaser, ich bin auf dem Land, auf dem platten Land, wir haben keine Glasfaser. In 6 Sekunden sind nicht diese 470 Megabyte übertragen worden. Und dann habe ich mal mitgebracht, was hat der Browser denn im Hintergrund gemacht? Und man sieht eindeutig, er hat nicht die 470 Megabyte mitgebracht, sondern diese Parquet-Dateien sind so raffiniert strukturiert, dass man tatsächlich nur einen Bruchteil, das sind jetzt also irgendwie hier 7 MB, die runtergeladen werden mussten, diese Parquet-Dateien sind so raffiniert strukturiert, dass man eben nur einen ganz kleinen Teil braucht, um diese Anfragen beantworten zu können. Und das ist halt für viele Fälle total praktisch. Und deshalb wollen wir eben hingehen, zumindest die großen Dateien in diesem Parquet-Format mit anzubieten. Und dann werden wir noch ein paar Verbesserungen im Portal selbst vornehmen. Und das
da komme ich drauf, wir hatten es eben schon, Datenserie. Wir müssen uns nämlich an die DKAP.de, das ist der Metadatenstandard für offene Daten, der europaweit festgelegt ist. Also DE ist jetzt deutschlandweit festgelegt, aber DKAP ist europaweit festgelegt. Und da ist die Version 3 am Horizont zu erkennen. Und da wird man sich in diesem Datenmodell an die Geowelt ein bisschen annähern. Die haben nämlich diese Dreiteilung, einen Datensatz, eine Datenserie und einen Dienst. Und da nähert man sich jetzt eben mit dem DKAP an diese Geowelt. Und also bisher gab es eben nur Datensätze. Und eben diese Datenserien, die es bei uns schon gibt, die wird es da eben standardisiert geben. Da müssen wir uns eben darauf anpassen, dass es entsprechend dem Standard umgesetzt wird. Und eben entsprechend auch Dienste hier, also Geodienste sind das in der Regel, oder auch REST-APIs, dass die eben als Dienst selbst da auftauchen. Und dann prüfen wir noch eine Alternative zur jetzt verwendeten Software. Jetzt verwenden wir CKern dahinter. Schauen wir uns gerade eine Alternative an, nämlich Pivot heißt das. Das wird nämlich schon im europäischen Datenportal und vom Open Data Portal Bayern eingesetzt. Und da gucken wir, ob das vielleicht passender ist, gerade im Hinblick auf diese Anpassung, dass das da vielleicht besser ist. Und damit bin ich da am Ende meiner Ausführung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und jetzt wäre noch Zeit für Fragen, für Anmerkungen. Ja, da ist die erste Frage. Wenn Daten von der öffentlichen Verwaltung im Open Data Portal sind, gibt es dann, wie sehr kann man sich dann darauf verlassen, dass die immer weiterkommen werden? Also es gibt ja Daten, die sind in einer Natur nach Zeit haben, wie zum Beispiel diese Badegewässerqualitätsmessung, die irgendwie anscheinend jedes Jahr von April bis September oder so gemacht werden, täglich, wöchentlich oder so. Angenommen, ich baue jetzt basierend darauf irgendwas, dann hoffe ich natürlich, dass die immer weiterkommen werden. Mhm. Aber ja. Ich habe ja wahrscheinlich keinen Rechtsanspruch oder sowas, dass die immer weiter fließen werden, oder? Okay, also ich soll die Frage nochmal wiederholen, für die von außen zuhören. Genau, also die Frage ist, ist irgendwie sichergestellt, dass die Daten, die Verwaltung bereitstehen, auch in Zukunft noch weiter bereitgestellt werden? Es gibt eben Fälle wie die Badegewässer, wo das irgendwie klar ist. Also ein Hinweis, ob das geplant ist, sieht man in den Metadaten. Tatsächlich, das ist ein Feld, das ich noch nicht anzeige. Das wäre jetzt auch eine Verbesserung des Portals. In den technischen Metadaten sieht man das schon. Da ist nämlich das Aktualisierungsintervall drin. Da steht also drin, wie oft wird sowas gemacht. Zum Beispiel die Windkraftanlagen wird einmal pro Halbjahr. Das steht also halbjährlich, werden die aktualisiert. Tatsächlich gibt es noch keinen Rechtsanspruch. Das wäre eben vielleicht sowas, was man in dieser Umfrage mit erwähnen könnte, was dann der Landtag entsprechend einbauen müsste in das offene Datengesetz. Auf Bundesebene, da ist jetzt gerade vor ein paar Tagen die Bundesdatenstrategie rausgekommen, da steht drin, die wollen für das Bundes-Open-Data-Gesetz einen einklagbaren Rechtsanspruch einbauen. Das ist natürlich schon eine ganz spannende Sache. Das hat man jetzt ja in Schleswig-Holstein, haben wir es ja ein bisschen schon, wir haben das Informationszugangsgesetz, wo es nicht speziell um Daten geht, aber da haben wir tatsächlich diesen einklagbaren Rechtsanspruch. Das ist auch schon genutzt worden. Also da wird dann vom Verwaltungsgericht oder auch Oberverwaltungsgericht schon mal geklagt, dass eben diese Informationen rauszugeben sind. Haben wir im Bereich von Open Data noch nicht. Sondern praktisch einmal gucken in dem Aktualisierungsintervall. Und das andere wäre eben eher eine Gesetzesänderung. Ja, da. Welche Mitwirkungsmöglichkeiten habe ich eigentlich? Also abgesehen von der Umfrage, die du vorhin da an die Wand geworfen hast, welche Stellenanzeigen sind zum Beispiel offen beim Land? Gut, also jetzt war die Frage nach Mitwirkungsmöglichkeiten jenseits der Umfrage und ob es offene Stellen gibt. Leider gibt es gerade keine offenen Stellen, das hat man vielleicht schon verfolgt in den Medien. Haushaltsknapp, wir haben tatsächlich in der Staatskanzlei, wir haben offene Stellen, aber die sind nicht ausgeschrieben, weil wir kein Geld dafür haben. Ist echt ärgerlich. Also wir können im Moment keine neue einstellen wegen dieser Haushaltssperre. Wir freuen uns immer über, also einmal auf solchen Veranstaltung wie heute, wo ich eben da bin und dann auch super gerne Anregungen einsammle. Aber auch sonst immer die Möglichkeit, einfach eine E-Mail zu schreiben, wenn man irgendwie eine Idee hat, einen Wunsch hat, dann versuchen wir uns darum zu kümmern. Genau. Kein Überzeugnis, klappt. Es dauert manchmal ein bisschen, aber es klappt. Ich habe einmal was geschrieben, weil auf dem Open Data Portal stand, irgendwie Spaltentrenner ist. Ah, das waren die Badegewässer, genau. Und dann stand in der Datei was oder die Pipeline oder sowas. Genau, ja, das war. Verwechslung kann ja immer passieren. Ja. Und irgendwann wurde es dann auch geändert. Ja. Ja. Kurze Frage: sagt dir das Resource Description Framework etwas? Ja. Das ist ein Datenmodell.
Genau. Das auch unterstützt? Ja, also es wurde gerade gefragt nach dem Resource Description Framework. Ja, RDF, das ist genau diese Semantic Web Technologie. Ups, da. Also das ist RDF-Daten, kommen da rein. Das habe ich jetzt hier nochmal auffüllen können. Genau, also das sind RDF-Daten, das ist immer so ein Dreier. Das haben wir auch Triple Store. Subjekt, Prädikat, Objekt. Und das Ganze eben nicht irgendwie, das Ganze wieder in der Regel über URIs. Man sieht es hier so ein bisschen, ja man sieht es, hier kann man es erkennen. Also Dataset, Decard Distribution, das ist also Subjekt, ist ein Datensatz, soll eine Distribution haben und diese Distribution bekommt die nächsten variablen Namen. Und genau, das ist das RDF, das sind diese Semantic Web Technologien. Ja, genau. Also wir haben ein paar Daten, haben wir schon als RDF-Daten, die jetzt also schon so fertig vorliegen. Die müssen dann auch wieder einem Schema oder einer Ontologie genügen. Und da beschäftigt sich gerade dieses Teilprojekt eben mit, dass wir eben einen Trick, mir ist ein raffinierter Trick eingefallen, wie ich eben tatsächlich aus CSV-Dateien mit relativ wenig Zusatzangaben automatisch im Rahmen dieser ETL-Strecken dann Triple erzeugen kann. Genau, ich habe privat einen Blog OpenNorth, also open-north.de, da habe ich das unter anderem in einem Blogbeitrag einmal skizziert, wie das funktionieren kann, das Ganze. Genau, gibt es sonst noch da Sachen? Habe ich es richtig verstanden, diese Parquet-Dateien sind ein Ansatz, der die Abfrage gegenüber CSV-Dateien massiv effizienter gestalten. Genau, man kann dann nämlich tatsächlich, also der Vorteil von Paketdateien wird immer gefragt, also gerade bei großen Datensätzen ist das halt das Praktische, man kann diese Abfrage, das ist der DuckDB, genau, also die mit DuckDB gibt es sowohl im Browser als auch lokal kann man sich das installieren. Eben der Vorteil, man kann direkt da drin, also da sind die Daten drin und es ist auch das Datenschema, also zumindest Name der Spalte und der Datentyp drin. Man kann halt da direkt Abfragen drin machen. Im Prinzip so ähnlich wie SQLite-Dateien, die man irgendwo ablegt. Und kann halt, und also es wurde mir gesagt, in der Industrie gäbe es eben super viel Werkzeug, um damit zu arbeiten mit diesen Dateien, um diese Abfragen dann tatsächlich auch sehr schnell on the fly durchzuführen. Und man ruft einfach dann diese Datei, oder man ruft ja Bruchstücke dieser Datei ab. Man kann es ja eben erahnen, wie oft eben diese Datei eben dann über den entsprechenden HTTP-Header dann nur Bruchteile dieser Datei abgerufen wurde. Das ist eine Technik, ihr arbeitet daran, die zu implementieren und man könnte die auch schon selber damit experimentieren. Ja, sofort. Das ist, genau, da ist alles das Apache, von Apache ist das. Apache Parquet gibt es auch Bibliotheken in allen möglichen Sprachen. Kann man auch selbst, ist super praktisch, damit was zu machen. Kann man auch selbst sehr gut nutzen, um einfach statt CSV-Dateien, die ja oftmals sehr geschwätzig werden, hier 1,8 Gigabyte, halt in diesem Paketformat ist praktisch, das abzuspeichern. Also vermutlich ist da einmal komprimiert, wegen der Datenmenge, aber wahrscheinlich auch eine Indizierung drin, dass er dann über das Indiz halt dann schon weiß, dass er nur bestimmte Teile laden muss. Ja? Genau, also es wird spaltenbasiert abgelegt, also wie das Paket aufgebaut ist, ich bin da kein Experte, also grob eingelesen, also wird spaltenbasiert abgelegt, also komprimiert wird es in dem Fall, man also verschiedenste Varianten komprimiert, unter anderem, wenn eine Spalte sowieso fast ähnliche Begriffe hat, dann wird die einfach durch Nummern ersetzt, also wenn irgendwie nur 5 verschiedene Werte sind, dann wird das ersetzt durch 0 bis 1, wahrscheinlich sogar auf Bits-Ebene. Dann wird es spaltenweise abgespeichert und nochmal in so Zeilengruppen irgendwie raffiniert gruppiert. Kann man sich aber alles auf der Paketseite angucken. Ja. Ne? Auf der Webseite kann man sich einloggen, also ein Kundenkonto, sag ich mal, anlegen. Was ist denn da der Vorteil? Ich komme auf alle Daten ja auch ohne Login. Ah, okay. Genau, das ist also die Frage nach dem Open Data Portal. Warum kann man sich denn da einloggen? Ich suche mal, ob ich die Folie finde, wo wir das Portal sehen. Da, muss ich doppelklicken? Ja, da. Genau, wir haben oben diesen Login. Das ist tatsächlich nur für die Daten herausgebenden Stellen. Das braucht man für die normale Nutzung nicht. Für die normale Nutzung ist alles, was man da hat, öffentlich sichtbar. Und eben, wenn man über das Login kommt, man eben in den Bereich, wo die Daten herausgebenden Stellen die Metadaten pflegen können, Dateien hochladen können. Das braucht man aber für die normale lesende Nutzung, braucht man es nicht. Die nächste Frage, wird denn da nochmal runtergeguckt, ob die Daten, die von den bereitstellenden Behörden kommen, auch den Vorgaben entsprechen? Wenn ich mir überlege, dass da ja zum Beispiel sicherheitsrelevante oder personenbezogene Daten nicht hochgeladen werden sollen, muss es ja auch einen Mechanismus geben, wie ich das sicherstelle. Genau, das ist in den jeweiligen Behörden. Die haben auch unterschiedliche Wege, wie die das prüfen. Wir selbst als Open Data Leitstelle gucken da nicht mehr drauf. Was das also
Wir stellen die Plattform bereit, aber sind die Wege hat jedes Ministerium, jedes Landesamt hat eben eigene Wege, wie die das prüfen. Manche haben das ausgefeilter, also das kann auch irgendwie so die Fachabteilung wissen, also weil nur die wissen, was sind denn problematische Daten. Deshalb ist das immer tatsächlich dezentral organisiert, einfach dem Ressortprinzip, dass jedes Haus da eigenständig ist. Gut, ich glaube, wir müssen dann so langsam hier auch den Raum räumen. Ja, vielen Dank nochmal.